Programmier Super Mario in Roblox, kein Problem. Erstmal musste ich den Spieler zu Mario machen. Da gab es echt einige zur Auswahl, die auch teilweise sehr komisch aussahen. Der war dann eigentlich ganz gut. Als nächstes kamen die Plattformen. Perfekt. Dann die Hintergrundfarbe ändern und den Boden löschen. Schon besser. Und natürlich Monster, diese Goombas. Wobei die am Anfang etwas verbuggt waren, konnte ich aber beheben. Natürlich gibt es auch Münzen, die man einsammeln kann. Auch perfekt. Und dieser Steintyp, der versucht einen zu kriegen. Naja. Mit ein paar Verschönerungen sah das Level dann eigentlich ganz gut aus. Und am Ende gab es natürlich einen Bosskampf. Ja, also wie ihr seht, Roblox ist wirklich zu verrückt. Für Anfänger oder Kinder ist es bestimmt ganz cool, um ein paar kleine Experimente zu machen. Aber um wirklich gute Spiele zu erstellen, würde ich eine richtige Game Engine empfehlen, wie zum Beispiel Unity.